reden wir über ein paar coole Themen. Ich habe euch was Geiles mitgebracht, nämlich was man noch machen kann, was gerade kaum jemand macht, was wenig Geld kostet und sau viel bringt. Ich nenne das Ganze Under-Leveraged Attention, nämlich Aufmerksamkeit, wo momentan wenig mitgemacht wird, wo es noch eine sehr, sehr große Hebelwirkung gibt. Und das hier ist ein Vortrag, der super, super praxisnah ist. Also gibt es keine komischen Konzepte, sondern einfach nur Sachen, die wir gerade machen, selbst die Kunden gerade machen, die sehr gut funktionieren und die für nahezu jeden hier super relevant sein sollten. Kurzer Check mal, wer hier verkauft im weitesten Sinne Dienstleistungen hier im Raum? Hände hoch. Super, einige. Wer macht das mit Lokalkunden vor Ort, also in der näheren Umgebung? Wen betrifft das hier? Top. Wer hat nationale Kunden? Für euch alle ist das super spannend. Viele von euch können auch für physische Produkte das Ganze logischerweise nutzen, aber ich habe immer meinen Fokus auf Dienstleistungen. Ich wurde schon gerade angekündigt, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Baulig Consulting. Wir haben über 60 Mitarbeiter in Koblenz bei uns, über 30 Millionen letztes Jahr gemacht. Diesmal wird es noch ein paar mehr. Wir haben noch ein paar andere Unternehmen in der Gruppe, unter anderem zwei Softwares mit Umsatz.io, Learning Suite. Wir sind auch mitbeteiligt am DCF-Verlag vom Ruben Schäfer, den ihr heute auch schon kennenlernen durftet, und noch ein paar andere Sachen, die wir machen, ein bisschen Immobilien auch noch. Mit allem zusammen sind es eher so 45 Millionen im Jahr bei den ganzen Dienstleistungs- und Software-Businesses in unserem Baulig Consulting. Und das ist, wie gesagt, jetzt keine Einzelleistung von mir. Ich bin hier gerade repräsentativ auf der Bühne, aber ich habe extrem coole Partner. Wir sind ein Familienunternehmen, wo wirklich auch mehrere Familien mittlerweile alle gemeinsam am Arbeiten, und es ist eine sehr, sehr coole Sache. Und insgesamt in der Gruppe auch über 120 Leute eigentlich mit allen Unternehmen gemeinsam. So, aber genug von mir. Was ist Under-Leveraged Attention? Das sind Gelegenheiten im Marketing, die momentan kaum jemand verwendet und von denen wirklich nahezu jeder hier im Raum profitieren könnte, wenn er sie einsetzen würde. Also wirklich 5 extrem praxisnahe Tipps. Und jetzt bitte gut aufpassen, weil es ist wirklich total simpel und es bringt massiv viel Kohle. Wer hat da Bock drauf? So, wer Bock auf Geld? Geil. So. Idee Nummer 1, ja. YouTube für B2B-Leads, ja. Voll krass, Andreas. YouTube. Genius. Ja, gibt's ja volle neue Plattform. Aber ihr könnt kaufkräftige Geschäftskunden via YouTube gewinnen, wenn ihr das hier tut. Und ich zeige es euch heute ganz genau. Ja, wichtig ist, ihr müsst verstehen, YouTube ist eine der größten Suchmaschinen, die es gibt. Google hat eigentlich die größten Suchmaschinen mit Google und mit YouTube. Das ist der Grund, warum sie es gekauft haben. Und ihr müsst es als Suchmaschine betrachten, nicht als irgendein Content, der hochgeladen wird, der viral gehen soll auf möglichst viele Leute, sondern möglichst wenige Leute sollen präzise was Geiles sehen. Ja, es gibt unzählige Nischenthemen, gerade im B2B, wo kein Mensch YouTube irgendwie macht. Keiner macht da irgendwas Sinnvolles ansatzweise. Und ihr könnt sofort einen Markt erobern und so geiles, kaufkräftiges Publikum gewinnen für 5-stellige Angebote, teilweise 6-stellige Angebote und Aufträge und so weiter und so fort, indem ihr ein paar YouTube-Videos macht, die dann kein Schwein guckt, aber die, die es gucken, die sind kaufkräftig. So, das zeige ich euch jetzt. Hier ist ein Beispiel dafür. Kunde von uns. Wer ist hier aus der Schweiz? Hände hoch, Schweizer hier. Wunderbar. So, wer von den Schweizern kennt den hier? Es müssten ja einige sein. Noch nicht so viel. Ah, da hinten ein paar. Wunderbar. So, in der Schweiz gibt es 2000 Treuhänder ungefähr. Das ist das Äquivalent von einem deutschen Steuerberater. Und keiner von denen hat YouTube gemacht. Kein einziger von 2000. Da habe ich gesagt, okay, Hendrik, easy peasy, mach einfach jetzt die Schweiz platt mit Steuerberater-Content. Und das Problem ist, dass die Schweizer ja auch alle Deutsch sprechen. Das heißt, die haben immer nur deutschen Content angezeigt bekommen. Da haben wir gesagt, super, lass das mal lösen, indem wir ein geiles Konzept eingeführt haben. Ich glaube, ihr seht, wo die Reise hingeht. Wir haben überall die Schweizer Flagge addiert und haben einfach angefangen, ganz klar zu kennzeichnen, für welchen Markt das Ganze gedacht ist, und haben dann hyperspezifische Keywords verwendet und hyperspezifische Titel. Und alle hier sind geil auf dieser Slide, alle Titel sind geil, weil wer zum Beispiel hier oben rechts, ja, Selbstständigkeit anmelden in der Schweiz anklickt, was wird diese Person wahrscheinlich als nächstes tun? Ja, ihr müsst euch mal die Titel angucken. Die Titel sind alle komplett darauf ausgelegt, dass sie nur jemand klicken würde, der ideale Kunde ist. Und die haben alle nicht viel Klicks teilweise. Ja, ich habe jetzt hier ein bisschen sortiert. Die haben Bewerbung drauf geschaltet, dass die primär angezeigt wurden auch noch an Schweizer. Deswegen gibt es da ein paar Aufrufe mehr. Aber wir haben auch sehr, sehr viele Videos, die haben vielleicht auch nur 400 bis 500 Aufrufe. Aber weil sie halt hyperspezifisch sind, ist jeder, der da drauf ist, quasi ein geeigneter Lead. Und das, die Konsequenz ist momentan daraus, dass Hendrik der bekannteste Steuerberater geworden ist in der gesamten Schweiz, oder Treuhänder besser gesagt, innerhalb von wenigen Monaten tatsächlich. Der wird mittlerweile im Fitnessstudio angesprochen von Unternehmern, der kann nirgendwo mehr hingehen. Wenn jemand selbstständig ist in der Schweiz, kennt er ihn mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, sofern er in der Lage ist, das Internet zu bedienen. Die nächsten Moves werden sein, dass er dann die Reichweite nutzt, die er jetzt hat, um noch ein Buch für die Schweiz rauszubringen im Bereich Steuern und so weiter und so fort und dann da noch mehr zu dominieren.
Er macht als Steuerberater mittlerweile das Äquivalent jetzt von ungefähr so 250.000 Euro im Monat. Was für ein Steuerberater mit einem kleinen Team abstrakt viel ist. Also normaler Steuerberater reicht diese Summe nicht. Zeigt nur, dass es möglich ist, mit einer ganz stumpfen, simplen Strategie da einen Markt sofort zu besetzen. Weiteres Beispiel, wir haben eine unserer Softwares genommen. Die promoten wir momentan eigentlich nur aus unserem Netzwerk heraus und aus unserem YouTube-Channel. Und hier habe ich dasselbe gemacht. Ja, ich habe gesagt, okay, ich gründe jetzt mal einen ganz neuen YouTube-Channel vor ein paar Monaten. Ich habe es im Sommer quasi gemacht jetzt momentan. Und natürlich habe ich einen Startvorteil, weil man mein Gesicht kennt und weil sich ein paar Leute grundsätzlich für mich interessieren. Aber ich habe dann gesagt, mit Absicht machen wir voll den nerdigen Content, den gar keiner klicken würde, außer er interessiert sich halt für unsere absoluten Kernthemen. Zum Beispiel viel Kaltakquise. Wenn ihr jetzt mal schaut, was das für Titel sind, ja, zum Beispiel oben rechts, ja, Kaltakquise, mehr Entscheider erreichen. Wer klickt das an? Nur jemand, der aktiv Kaltakquise macht, mehr Entscheider sprechen will und vielleicht noch das Wort CM dazu eingibt. Oder unten rechts, ja, hyperspezifisches Keywords, Opener und Setter Calls. Wer weiß, dass ein Opener Call ist und ein Setter Call ist hier im Raum? Ein paar Leute, ja, ihr seid jetzt so ein bisschen Publikum, das noch nicht so viel mit mir zu tun hat in der Vergangenheit. Ist auch fein, weiß ich ja auch. Deswegen erkläre ich es euch auch, ja. Opening heißt, man ruft Leute an. Setten heißt, man qualifiziert die vor. So, komische Sprache, aber wer diese komische Sprache klickt, in dem Fall 670 Aufrufe bisher, der weiß ganz genau, worum es geht und der ist hyperspezifisch geeignet für das, was ich hier versuche zu verkaufen. Oder oben in der Mitte, ja, Vertriebscontrolling. Wen interessiert das? Fast niemanden. Klickt auch fast kaum jemand. In zwei Monaten gerade 1000 Leute, ein bisschen mehr. Aber jeder Einzelne davon ist halt was Hyperspezifisches am sich anschauen, wo ich genau weiß, der muss passen. Das heißt also, das klappt extrem gut, ja. Oder auch hier unten links die beiden, die sind extrem cool. Zu schreiben, ab wann macht ein CRM Sinn? Wer klickt sowas an? Ja, lohnt sich ein CRM überhaupt? Lohnt sich ein CRM für Agenturen? Lohnt sich ein CRM für Berater? Lohnt sich ein CRM für XYZ? Allein lohnt sich, Videos zu drehen. Für jede kleine Subnische von eurem Markt würde geeigneten, qualifizierten Traffic bringen. Das heißt, diese ganzen Strategien mit ganz engen Keywords, die kaum jemand anklickt, aber wo der Traffic hyperspezifisch ist, das klappt. Hier ein weiteres Beispiel von Learning Suite. Das ist eine Plattform, die wir auch mitbesitzen. Da geht es um E-Learning. Da kann man als Agentur was mit anfangen, um Kunden onzuboarden. Man kann es für die Mitarbeiterausbildung und Schulung und Onboarding nutzen. Man kann es auch für E-Learning, Coaching etc. nutzen. Auch hier hyperspezifische, ganz enge Keywords. Und beide Softwares, die ich euch gerade zeige, sind im ersten Jahr wegen diesen Content-Strategien siebenstellig. Was für eine Software absolut crazy ist, die nicht irgendwie gefundet ist durch irgendwas, dass sie sofort siebenstellig geht. Learning Suite ist sogar schon mehrfach siebenstellig im Jahr von den wiedererkennenden Umsätzen. Das ist krass und es hat kaum Klicks. Und es liegt einfach daran, dass wir genau die Leute am richtigen Zeitpunkt abholen. Das heißt, allein mit der Strategie kann man extrem viel erreichen. Ja, hier, lohnt sich ein Schulungsbereich für Agenturen. Wer klickt das an? Ja, so baust du ein Mitarbeiter-Onboarding auf. Wer klickt das an? Immer nur die exakt geeigneten Leads. Also macht euch Gedanken darum, wie ihr mit ganz billigen Videos, die aber hyperspezifische Titel haben, Ergebnisse erzielt. Das würde ich jetzt fotografieren, wenn ich ihr wäre. Hier ist die Formel für hochpreisige Leads auf YouTube. Ihr müsst einen Titel wählen und ein Thema wählen, das zum richtigen Zeitpunkt in der Customer Journey die Leute abholt. Ja, lohnt es sich? Welches CRM macht mehr Sinn? Sollte ich es überhaupt machen? Ja, dann müssen die Themen halt auf kaufkräftige Leads gehen. Das heißt, ja klar, B2B-Leads, CM, Onboarding von Mitarbeitern, da weiß ich, die haben Geld, die Leute. Man muss die falsche Zielgruppe demarketen. Das heißt, die Videos müssen so langweilig sein, dass sie keiner aus Versehen anklicken würde. Also ihr wollt das Gegenteil von viral gehen. Ihr wollt eigentlich total nischig sein. Wir selber machen das bei uns so, dass wir bei Bauli Consulting zwar extrem viel YouTube-Content machen, aber wirklich es null darauf auslegen, viral zu gehen, sondern nur auf unserem Publikum drauf zu sein. Deshalb klappt es. Ja, und dann hyperspezifische Keywords in die Titel. Schnittmenge ergibt Hochpreis-Leads. Haben alle ein Foto gemacht? So, das war die erste Idee. Kommen wir zur zweiten Idee. Lokale Werbeanzeigen. Genau gesagt, Meta-Ads sind dafür eigentlich am besten geeignet, also Instagram und Facebook. Ist eine super alte Strategie, die aber keiner mehr im Blick hat. Kein Mensch macht das mehr. So, hier ist ein Beispiel von meinem Kunden Yannick Käfer. Seine Agentur heißt Xelo. Und der ist aus Koblenz und hat gesagt, ich brauche irgendwie ganz dringend mal eine Handvoll Kunden. Wie kriege ich am schnellsten Kunden? Habe ich gemeint, okay, was sind denn deine liebsten Kunden? Sagt er so, aus der Umgebung. Ja, wunderbar. Dann mach du einfach mal ein Video, wo man erkennt, wo du her bist. Mit Ortsbezug. Wir können das jetzt gerne mal abspielen, damit ihr seht, was ich meine. Also wir haben eine ganz simple Werbeanzeige gemacht links. Und jetzt spielen wir mal das Video ab.
Du bist Unternehmer aus der Region Koblenz und Umgebung und dein Internetauftritt ist etwas in die Jahre gekommen oder vielleicht noch schlimmer, du hast noch gar keinen Internetauftritt. So, und gleichzeitig weißt du aber auch, ja, wir haben das Jahr 2023. So, man sieht im Hintergrund das Koblenzer Schloss. Dieses Schloss ist spezifisch Koblenz. Man könnte auch das Deutsche Eck auch nehmen und auch diverse andere Sachen, die man als Koblenzer jetzt erkennen würde. Das heißt, wenn ich hingehe und ich schalte eine Werbeanzeige, wo ich selbst vor der Kamera bin, ganz billig gefilmt hier mit dem Handy, was mache ich überhaupt, wer sind wir, warum, was brauchst du uns eventuell und dann zeigst du den regionalen Ortsbezug, da hat man mehrere Vorteile. Erstens, Leute kaufen bei Leuten aus der Umgebung, ganz stumpf. Zweitens, regionale Ads sind ultra günstig. Ja, die kosten nahezu gar nichts, weil sie auch immer hyperrelevant sind. Man braucht sogar gar kein Targeting, weil irgendjemand kennt irgendjemanden, der dein Angebot gebrauchen kann. Also müsst ihr nicht mal Targeting aktivieren, einfach nur sagen, Umkreis 10 Kilometer, 20 Kilometer, 30 Kilometer, wie weit ihr fahrt. Und einfach allen anzeigen, irgendeiner sieht es, interessiert und der ROAS ist geil. Beispiel, bei ihm jetzt hier, der hat seine ersten 300 Euro ausgegeben, hier 295 Euro zum Beispiel, hat zwei Abschlüsse gemacht, einmal 5.000, einmal 3.000 für eine ganz stumpfe Landeseite am Ende des Tages, habt ihr auch, glaube ich, schon präsentiert bekommen, was eine Landeseite ist, hat ihr faktisch gesehen einen ROAS von 26, also 2.660%, genau gesagt. Es ist super stumpf, jeder kann das machen, die Ads brauchen keinerlei Einstellungen, außer regional. Man erzählt irgendwas vor der Kamera, wo man sieht, dass man daherkommt und zack, geht's ab. Macht kein Mensch. Jetzt kann man es noch eine Idee weitertreiben. Nichts hält euch davon ab, selbst wenn ihr überregional arbeitet, mal eine kleine Deutschlandtour zu machen, in jede Stadt zu fahren, drei Selfie-Videos zu drehen und die regional auszuspielen, damit Leute denken, du bist aus der Region. Machen faktisch gesehen jetzt auch ein paar Kunden von mir, klappt wunderbar. Es ist so, total stumpf, wirklich. Es ist absolut easy nachzubauen. Nächster Gedanke. Wir haben heute viel über Landeseiten gehört. Landeseiten sind auch saugeil. Aber in manchen Märkten, da nutzen Leute schon seit längerem Landeseiten. Deswegen haben wir da was anderes festgestellt. Nämlich, dass teilweise, wenn es Märkte gibt, wo jeder schon Landeseiten nutzt, die sind super wichtig für die Conversion. Absolut alles korrekt, was gesagt wird. Aber manchmal ist es schon so, dass in jeder Anbieter eine Landeseite hat. Da haben wir jetzt was Geiles festgestellt. Und zwar, dass nur dann eine Landeseite, nur eine zu haben, nicht mehr ausreicht, sondern dass man mehr als eine braucht. Also faktisch wieder eine echte Webseite baut. Ja? Beispiel hier wieder Learning Suite. Da hatten wir die Situation, da sind wir gestartet mit einer ganz normalen Landeseite. Das hat auch geklappt. Aber wir haben es dann geschafft, die Conversion zu verdoppeln der Sales. Nur durch eine einzige Änderung. Wir haben nämlich hier oben angefangen, Unterseiten zu entwickeln. Zu jedem kleinen Feature, was es gibt, gibt es jetzt quasi eine korrespondierende kleine Landeseite. Und die sieht dann zum Beispiel so aus, also ihr müsst euch ganz untereinander jetzt gerade mal denken, ne? Also zum Beispiel hier Videoaufnahmen und Schnitt, wie man innerhalb von Learning Suite jetzt hier zum Beispiel was mit so einem Videorecorder schneiden kann, wird jetzt hier in epischer Breite auf einer ganzen Landeseite erklärt. Und das hat dann einfach mal dafür gesorgt, dass wir in kurzer Zeit wieder die Sales verdoppelt haben. Da wurden im Prinzip dann 12 Seiten angelegt und die Leute haben mehr Informationen im Vorfeld gefunden. Und einfach eine Kaufentscheidung getroffen. Das heißt, was ihr machen müsst, ist zuerst mal weg von einer Webseite, wo der Nutzer gar nicht geführt wird, hin zu einem One-Pager. Der erhöht drastisch die Conversion. Und dann macht es meiner Meinung nach Sinn, wenn das schon gut klappt, nochmal zu allen möglichen Unterthemen noch mehr One-Pager zu addieren. Ruhig mal 5, 6, 7 conversion-orientierte Landeseiten immer auf eine Seite zu bringen, die ein Thema behandeln. Weil meistens kaufen Leute Produkte nur aus ein oder zwei Gründen oder weil sie ein oder zwei Features nutzen wollen und die dann genau herauszustellen, macht extrem viel Sinn. Also in ganz stark umkämpften Online-Marketing-Bereichen sehen wir gerade so ein bisschen den Trends kommen wieder in diese Richtung. Ja, das nur für euch zur Information. Das ist extrem, extrem wichtig, dass ihr über Gedanken macht, gerade wenn es mehr Konkurrenz gibt. Wie kann ich noch besser erklären, was ich da anbiete? Und jede einzelne Seite hat dann krasse Videos, sieht man es hier unten links, oder irgendwelche GIFs, die erklären, was da passiert. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das Ganze mal anschauen auf learningsuite.io. Die Seite ist unten rechts eingeblendet und da könnt ihr euch mal anschauen, wie dieses Konzept hier faktisch umgesetzt wurde an dieser Stelle. Ja, es kostet auch nicht viel, euer Business da besser aufzustellen, mehr Fragen zu beantworten im Vorfeld, gerade wenn ihr irgendwas Teures verkauft, hat aber enorm Hebel, weil die Leute einfach diese Fragen stellen. Was jetzt hier cool ist, habe ich oben in die Headline geschrieben, passende Werbeanzeigen zu machen. Was wir jetzt gemacht haben, ist zum Beispiel, wir haben jetzt Werbeanzeigen laufen, die erklären, dass wir so einen geilen Videorecorder haben innerhalb von Learning Suite oder dass man so eine Art Loom-Funktion hat, dass man quasi einfach in der Learning Suite seine Schulungen drehen kann, auch schneiden kann und so weiter und so fort. Dann klicken die Leute die Ad an, landen auf der dazu passenden Landeseite, also Werbeanzeige plus Landeseite ist 1:1 gematcht, erhöht dann nochmal die Conversion der Werbeanzeigen. Also gerade die Kombination
ist auch dann sehr, 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 sehr cool. Oder wenn Leute halt bei Google was eingeben, finden sie eine korrespondierende Landeseite, die mehr Sinn macht als nur diese allgemeine Seite, wo alle Informationen drauf sind. Das ist dann so ein bisschen der Hack hier an dieser Stelle. Also das sehe ich als Trend kommen. Und jemand, der schon seit 1-2 Jahren mit Landingpage arbeitet, kann sich überlegen, ob er eventuell nochmal ein bisschen mehr Informationen addiert. Und wir stellen jetzt bei uns nahezu jede Firma um auf dieses neue Konzept. Das ist so eine Sache, die kommt jetzt zurück. Weil im Bereich Online-Marketing, wo alle schon seit langer Zeit das machen, ist das halt schon so ein Ding, das kennt man halt. Und hier würde ich halt sagen, mehr Landeseiten macht sogar Sinn. Vierte Idee, B2B-Reels auf TikTok und Instagram. Viele glauben ja, dass bei TikTok und bei Instagram halt nur Kinder drauf sind oder junge Erwachsene, aber das ist Quatsch. Also wirklich, jede Altersschicht guckt TikTok, nutzt TikTok und euer Publikum so oder so. Und selbst wenn es noch nicht alle machen, wird es halt mit jedem Monat älter, das Publikum. Zum Beispiel war es so, dass vor 2010, 12, da haben viele, Anführungszeichen, Erwachsene, sagen wir eure Altersgruppe jetzt hier im Raum, so was ich so im Schnitt gesehen habe, die haben noch kein Facebook verwendet, da waren wir alle schon die ganze Jahre lang da drauf. Dann hat keiner Instagram verwendet, jetzt nutzt jeder Instagram. Wer nutzt hier Instagram im Raum? Und auch ihr werdet alle noch TikTok nutzen. Und es wird Monat für Monat für Monat älter. Ich sehe das daran, dass ich zum Beispiel mehr Geld ausgeben kann für bezahlte Werbung in den Altersgruppen, die älter werden. Ich sehe das daran, dass die Kaufkraft und die Sales mehr werden, die wir haben über diese Plattform. Also ich gebe TikTok noch so ein gutes Jahr oder anderthalb, dann ist das im Prinzip wie Instagram heute, weil es einfach gut funktioniert. Aber was halt cool ist, an sich dieses Reel-Format hier, das nutzt halt noch kaum jemand. Für sein regionales Business zum Beispiel oder überhaupt für sein Business. Und selbst wenn ihr keine Sales direkt machen könnt durch TikTok, ist es für sowohl für lokale Unternehmen als auch für Online-Unternehmen ziemlich geil, einfach TikTok oder Reels auch auf Instagram zu nutzen als Entdeckungsmechanismus. Warum? Weil die Reels sind das Format, wo man richtig abstrakt viel Reichweite kostenlos bekommt. Ganz simple Videos, die einfach hier aufgenommen wurden von meinem Bruder Markus, erreichen hier teilweise 132.000, 140.000, wo er einfach nur eine alte Breitling zeigt, wie er früher hatte und jetzt, was er heute trägt, komplett stumpf. Ich meine, das Marketing, was wir machen für uns, muss nicht euer Marketing für euch sein, ne? Aber der Punkt ist, man wird entdeckt für Themen. Und was dann passiert ist, die Leute sagen, was ist das für eine Firma? Was ist das für eine Personal Brand? Wer ist die Person? Was machen die? Die googeln euch oder die schauen sich weitere Sachen an. Und dann bleiben die hängen auf eurer Landesseite, auf eurem YouTube-Content, auf eurem Podcast gegebenenfalls, was ihr halt so macht. Und es ist nur ein Erstkontakt, der bei Reels stattfindet. Was ich messe immer wieder, wenn ich mit Kunden rede auch, was die so erzählen, wie sie uns kennenlernen, dann sagen die, ich habe von euch so ein Reel gesehen, dann war ich immer auf dem YouTube-Channel, dann war ich auf der Webseite, dann wurde ich retargeted und so weiter und so fort. Und dann kommen die irgendwann nach 2-3 Monaten. Aber der Erstkontakt war dann halt irgendwie so ein komisches Video, wo mein Bruder sein Hotelzimmer filmt. Es ist wirklich so dumm, wie es klingt. Also ich erzähle euch nicht so, weil das nicht funktioniert, sondern weil auch hier sehen wir das in ganz abstrakten Branchen, dass das klappt. Ja, Leute zeigen irgendwelche physischen Produkte, kriegen Reichweite damit, es funktioniert. Ja, oder irgendwelche komplexen Dienstleistungen. Hier wird alles schon verkauft. Aber ob es Autos sind, ob es Uhren sind, irgendwelche Software wird mit Reels verkauft. Man kann alles damit vermarkten, weil man es halt betrachten muss als diesen Erstkontakt und nicht als, es muss sofort in einem Sale münden. Und dann baut man sich ganz schnell eine Audience auf, eine Zielgruppe, die einem zuschaut. Was ihr verstehen müsst, ist, dass so eine Plattform wie Instagram oder TikTok, die spielt automatisch die nächsten Videos wieder aus an Leute, die schon mal in Kontakt waren mit euch. Das heißt, es gibt wie so eine Art Retargeting, was man aus bezahlter Werbung so hat, einfach durch diesen Content. Und wenn die dann interessiert sind, dann kriegen sie immer mehr und immer mehr und immer mehr und dann kommen sie irgendwann. Und das kann man zwar nicht nachverfolgen, aber man kann schon messen, dass es funktioniert. Ja, und ich merke, wenn ich da viel Zeit rein investiere, habe ich 2 Monate später so einen ganzen Sprung in Sales, weil einfach ist einfach ein Deckungsmechanismus. Und das klappt. Ja, hier sind weitere Beispiele. Hier ist einfach nur eine Kundenstimme vorne, wo eine Kundin sagt, sie macht gerade mit uns jetzt 10.000 bis 20.000 Euro im Monat, dank mit ihren Dienstleistungen. Das Ding ist aus irgendeinem Grund auch wieder viral gegangen. Weiß kein Mensch warum. Vielleicht, weil sie eine Frau ist und viel Geld verdient, das Leute triggert, keine Ahnung. Dass dann sowas liegt, dann erzählt mein Bruder, dass Bulletproof Coffee eine dumme Idee ist, warum man den nicht unbedingt trinken muss, um erfolgreich zu sein. Das spricht Leute an, die an so einer Persönlichkeitsentwicklung interessiert sind, was ja auch wieder viele Selbstständige sind. Oder hier ist einfach nur ein dummes Video, wo mein Bruder sagt, hier ist unser Geschäftspartner Abend, der chillt gerade bei mir im Büro. 38.000 Aufrufe. Produktionszeit 7 Sekunden. Hat das irgendeinen Sinn? Aber irgendeiner entdeckt das schon und kommt irgendwie. Das heißt, es muss nicht mal sofort messbar Sinn machen, aber es funktioniert an sich, ja.
Wie gesagt, im Zweifelsfall geht es nur ums Entdecken. Hier ein paar andere Beispiele, da wird ein Podcast-Mitschnitt, wo der Markus erklärt, wie er an die schwarze Amex gekommen ist, 132.000 Aufrufe. Dann irgend so ein Video, wo er erklärt, dass kein Mitarbeiter demotiviert zur Arbeit kommt, sondern wenn Mitarbeiter demotiviert sind, liegt es meistens daran, dass sie nicht richtig vorbereitet werden, überfordert werden mit Aufgaben und so weiter und so fort. Da kann sich jetzt jeder mit identifizieren, der einen Job hat in Deutschland, deswegen 800.000 Aufrufe. Dann ein dummes Video, wo mein Bruder sagt, dass ihm im Restaurant das Essen ausgeht, als es ihm das Geld ausgehen würde. 1,2 Millionen Aufrufe. Und natürlich der epische Klassiker, wo er sagt, er hatte immer das Ziel, Millionär zu werden, sei gescheitert, weil er jetzt Multimillionär ist. 3,6 Millionen Aufrufe. Das sind natürlich Sachen, die engineeren wir, weil wir einfach nur bekannt sein wollen dafür, dass wir jung und erfolgreich sind und Leute sollen uns entdecken, dann sollen sie sich fragen, wer sind das für Typen? Die finden uns doch immer erstmal unseriös, wenn die sowas sehen. Das ist ja Absicht. Ihr findet mich sicherlich auch unseriös. Aber der Punkt ist, wir machen extra so ein bisschen Spaß mit diesen Klischees, damit Leute uns entdecken. Dann sehen sie, dass wir kompetent sind. Nach 6 bis 9 Monaten kommen sie spätestens. Das habe ich alles durchgetestet seit Jahren. Das wird bei euch auch hier im Raum der Fall sein. Also locker von euch hier im Raum, wer locker 50 bis 60 noch Kunden werden bei uns, statistisch betrachtet. Habe ich gemessen in vergangenen Events. Und dementsprechend weiß ich einfach, so wird man entdeckt, so klappt das Ganze dann. Ne? Also das könnt ihr überlegen, wie macht das Sinn für euch? Weil es einfach under-leveraged attention. Es machen viele Leute TikTok, aber Entertainment-Content. Kaum Unternehmen machen das. Deswegen kann man da sehr günstig, wirklich für kein Geld, was man investieren muss, sau viel Reichweite bekommen. Das ist keine bezahlte Werbung, was ich euch hier zeige. Es ist free. Wenn ihr Ads schaltet auf TikTok, ist umso geiler, weil ihr da noch extrem viel günstige Reichweite bekommt, weil die kostet wirklich gar nichts. Da muss man halt schauen, ob das Sinn macht schon eventuell für den einen oder anderen Fall. Wenn ihr irgendwas mit B2C macht, müsst ihr auf jeden Fall TikTok machen. Wenn ihr irgendwas macht, wo ich an viele Selbstständige richtet, on scale, würde ich auch TikTok und Instagram-Reels auf jeden Fall machen. So, letzte Idee. Podcasts als Plattform zu nutzen, um sich selber zu promoten, macht auch niemand, ja? Zehntausende potenzielle Käufer stecken in irgendwelchen Podcasts, wo ihr zu Gast sein könntet. Und die Hosts von Podcasts selbst suchen immer wieder coole Stories, die sie erzählen können. Und das habe ich auch jetzt zum ersten Mal richtig gesehen dieses Jahr. Das ist eine relativ aktuelle Erkenntnis. Wir haben mal so eine richtige Podcast-Offensive quasi gemacht und haben dafür gesorgt, dass wir bei den größten YouTube-Podcasts reinkommen. Der erste Podcast, das Foto ist gar nicht mehr aktuell. Seit ich das hier gemacht habe, vor 2 Wochen das Bild, glaube ich, ist es wieder auf 210.000 Aufrufe, glaube ich, gewachsen. Da hat 30.000 Leute mehr geguckt. Also ich habe hier zum Beispiel 2 Stunden 47 Zeit, über 200.000 Menschen mittlerweile davon zu überzeugen, dass ich kein Idiot bin. Und das klappt. Also es gibt Leute, die sehen so ein YouTube-Reel, so ein TikTok-Reel, gehen dann, hören sich so einen Podcast an und geben dann 50.000 Euro. Also in exakt dieser Reihenfolge. Ja, unten ist zum Beispiel Tim Gabel, das ist jetzt ein sehr bekannter YouTuber, wo mein Bruder drin war, auch hier direkt wieder 150.000 Aufrufe, was auch viel ist, wenn man überlegt, dass wir halt einfach Nischenthemen besetzen mit Selbstständigkeit. Macht extrem viel Sinn. Ja, hier sind weitere Beispiele, es gibt auch kleinere Podcasts, die Sinn machen. Was extrem cool ist jetzt wieder, es sieht zwar absolut nicht viel aus, aber das sind immerhin 10.000 Leute, die sich für Unternehmertum interessieren. Dann ist es das sau viel. Und ihr müsst überlegen, was ihr für ein Thema habt. Es reicht, wenn ein paar hundert Leute euch irgendwie beobachten, wie ihr irgendwie interviewt werdet. Und das Wichtige ist, weil es eine Drittplattform ist, gilt es nicht als Werbung. Wenn ihr es selber promoten würdet, wenn ihr es selber publizieren würdet, ist es Werbung. Wenn es bei einem Dritten stattfindet, dann können die sich selbstständig informieren und sie nehmen es nicht als Werbung wahr. Auch wenn es ein bisschen Werbung eigentlich ist, die ihr da immer für euch macht. Und Leute schauen sich das vor großen Verkaufsentscheidungen an, gehen wirklich hin und schauen genau, wer ist das, bei dem ich jetzt irgendwie eine hohe Summe investiere und machen sich mit euch vertraut und eurem Offer. Denkt drüber nach, euch anzuschauen, was für Podcasts gibt's, wo wir reingehen können. Wichtig wäre, macht's auch auf Kamera, weil dann könnt ihr daraus wieder TikTok-Reels machen, was wir zum Beispiel tun. Ja, genau. Das waren so 5 Punkte mit sehr starker Aufmerksamkeit, die momentan nicht genutzt werden. Wenn ihr mehr Infos zu uns haben wollt, wenn ihr Coach, Berater, Trainer, Experte, Dienstleister seid, schaut gerne auf meine Webseite vorbei, informiert euch gerne über uns. Wenn ihr für eure Themen irgendein Buch braucht, ja, haben wir auch auf baulig.de ein paar coole Bücher. Wenn ihr am Anfang seid, wenn ihr schon auf 10 Millionen hochgehen wollt, wir haben für jeden Buch, es gibt immer ein Buch für jede Zielgruppe, könnt ihr euch gerne auch hier holen. Ihr zahlt da die Versandkosten und Druckkosten, that's it. Gut, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis später. Danke sehr.